Der weitgeschwungene, mit seinen Kuppen über 500 Meter hohe Gebirgsriegel, der das Kühltal vom Tal des Nimsbachs scheidet, gehört zum Buntsandsteingebiet der Südeifel. Hier liegt in einer flachen Quellmulde Neidenbach. Der Ort war früher weit bekannt durch seine Steinhauer und durch die Schleifsteinherstellung. Zwischen den Lagen des zweigeteilten Dorfes blieb ein feuchter Wiesengrund unbebaut. An einer Stelle unterhalb der Dorfstraße, die durch mächtige Kastanienbäume gekennzeichnet ist, treten zwei frische Quellen hervor. Das Wasser wird in einem mit Sandsteinmauerwerk gefassten rechteckigen Becken aufgefangen. Dies ist der als Bohr bezeichnete Gemeindebrunnen, der frühere Waschplatz. Nahe dabei liegt der Anger, auf dem man die gewaschene Wäsche zum Bleichen auslegen konnte. Heute fehlt in keinem Neidenbacher Haushalt die elektrische Waschmaschine. Mit dem alten Waschbrunnen, der noch bis Mitte der 50er Jahre genutzt wurde, bot sich hier die Gelegenheit, das früher übliche Waschverfahren darzustellen. In den Bauernhäusern wurde der Raum neben den Stallungen, in dem man das Viehfutter kochte, meist auch zur Versorgung der Wäsche benutzt. In diesem Haus, dem Anwesen eines ehemaligen Steinhauers, liegt die Waschküche im Kellergeschoss. Auf der Gartenseite führt eine Türe direkt ins Freie. Das weiche Regenwasser wurde zum Wäschewaschen aufgefangen, auch als die Wasserleitung längst installiert war. Am Waschtag halfen alle Frauen, die im Haus zur Verfügung standen. Beim Wasserkessel ist das große Bauchfass aufgestellt. In der Bütte daneben wurde die Wäsche am Vorabend mit lauwarmem Wasser eingeweicht. An der anderen Seite der Waschküche steht der Tisch, auf dem einzelne Stücke mit Kernseife eingerieben und gebürstet werden. Die Sonderbehandlung mit Seife und Bürste war vor allem für die weiße Leib- und Bettwäsche vorgesehen. Zum Ausspülen kommen die eingeseiften Stücke zurück in die Weichbütte. Die wichtigsten Hilfsmittel zum Wäschewaschen, nach alter Art, waren der Kessel für heißes Wasser und die Bauchbütte. In den größeren Haushalten hatte der vom Fassbinder hergestellte Bottich ein Fassungsvermögen von 200 bis 300 Liter. Die Bauchbütte, die unmittelbar über dem Boden mit einem Spundloch versehen ist, steht auf dem Bauchstuhl. Im Inneren bietet sie so viel Raum, dass die Haushaltswäsche von mehreren Monaten Platz findet. Die vorgeweichten und die mit Seife vorbehandelten Stücke werden von der Hausfrau sorgfältig in die Bauchbütte eingelegt. Beim Einbringen der Wäsche ins Bauchfass kommt es darauf an, jedes Teil bis an die Fassränder auszubreiten.
Die einzelnen Lagen bilden so vom Fassboden bis oben eine gleichmäßige Schichtung. Abgesehen von den letzten Schichten ist dabei die Reihenfolge ziemlich beliebig. Die eingeweichten Wäschestücke müssen für die Bauchbütte gründlich ausgespült und ausgewrungen werden. Bei der Vorbehandlung hat sich der grobe Schmutz bereits gelöst, der durch das Spülen und Wringen entfernt werden kann. Du musst es auch lesen. Dem erwärmten Einweichwasser wurde zum Lösen des Schmutzes meist Soda beigegeben. In einem Korb sind mit dem hölzernen Pleuel und der Kernseife schon die Waschutensilien bereitgelegt, die am nächsten Tag am Brunnen gebraucht werden. Für die große Wäsche, die regelmäßig im Frühjahr gehalten wurde, sobald die milde Witterung dies zuließ, benötigte man früher 2 Tage. Die durch den Gebrauch angeschmutzten Haushalts- und Kleidungstextilien wurden den Winter über meist im Bauchfass gesammelt. Am Vorabend des Waschtages holte man sie heraus, um sie zu sortieren. Wenn die Wollsachen ausgesondert waren, die nicht zur großen Wäsche kamen, blieb das Leinen- und Baumwollzeug für die Weichbütte. Im Einweichwasser ließ man die Wäsche über Nacht stehen, sodass sie für die gründlichere Bearbeitung am ersten Waschtag gehörig vorbereitet war. Nur die besonders schmutzigen Teile oder die Wäschestücke wie dieses Kopfkissen, bei denen man ein besonders reines Weiß wünschte, kamen zur Vorbehandlung mit Seife und Bürste auf den Tisch. Nach der 4 bis 5 Monate langen Waschpause im Winter folgten die Waschtage während des Sommerhalbjahrs in kürzeren Abständen. Dies war unter anderem der Grund für die reiche Wäscheaussteuer bei der Heirat. Manche heute 60-jährigen Frauen in Neidenbach besitzen Hemden, Tischtücher und Bettlaken aus ihrer Mitgift, die sie noch niemals zu benutzen brauchten. Solche Stücke aus der eigenen Aussteuer, vor allem wenn es sich um Leinenzeug handelte, wurden früher den Töchtern bei der Hochzeit mitgegeben. So, da muss man aber jetzt noch weiter gucken. Wenn die vorbereitete Wäsche versorgt ist, kann der mit Regenwasser gefüllte Kessel angeheizt werden. So, dann habe ich gut feier. Ich werde gleich kochen. So, noch ein Deckel drauf. In einem Korb sind saubere Betttücher bereitgestellt. Bei jeder Wäsche war es üblich, auch einige Teile vom unbenutzten Wäschevorrat mitzuwaschen. Die trockenen Laken, die lediglich in die Weichbütte getaucht und ausgewrungen werden, kommen im Bauchfass über die Lagen der Schmutzwäsche. Die unbenutzten Stücke aus dem Wäscheschrank werden durch das Waschen wieder frisch. Vor allem gewinnen sie von Mal zu Mal an weißem Glanz.
Dann muss man mich das Frühstück noch holen. Dann muss der mal machen. Ja, oder jetzt. Ja, ja. Auch das aus selbstgezogenem Flachs gewebte Leinentuch wurde regelmäßig mitgewaschen. Die naturgraue, etwa 12 Ellen lange Bahn aus bestem Kern, die zum Ballen gerollt aufbewahrt wird, war für Hemden, Kittel und Blusen bestimmt. Zum gründlichen Durchfeuchten rollt man den Ballen auseinander, sodass das Tuch ganz in das Einweichwasser gleiten kann. Beim Waschen der gewebten Leinenbahnen kam es vor allem auf die Bleichwirkung an. Wenn das rohe Tuch den Waschprozess mehrmals durchlaufen hatte, trat allmählich das erstrebte Leinenweiß hervor. Schneeweißes Tuch galt immer schon als Zeichen für die Tüchtigkeit der Hausfrau. Darum wurden alle Verrichtungen beim Wäschewaschen mit großer Sorgfalt ausgeführt. Wenn von der Tuchbahn das überschüssige Wasser abgetropft ist, kommt sie zu oberst in die Bauchbütte. Sie wird in mehrfachen Lagen so ausgebreitet, dass sie den gesamten Inhalt des Fasses abdeckt. Damit sind alle Vorbereitungen für die eigentliche Arbeit am ersten Waschtag getroffen. Ja, da muss man mal sehen, am Käse gucken, ob das Wasser trocken ist. Und dann inzwischen hat auch das Waschwasser, das fast schon zum Kochen gebracht ist, die richtige Temperatur erreicht. Die Reinigung bei der Hauptwäsche wurde früher nicht mit Seife, sondern mit Holzasche ausgeführt. Die beste Wirkung war mit Buchenasche zu erreichen, die hier dem Ofenschoss entnommen und in einen Beutel gefüllt wird. Das Aschensäckchen besteht aus dickem Baumwollgewebe, das die Schmutzteile zurückhält. Wenn es verschlossen ist, gibt man es zur Sicherheit in einen dichten Leinenbeutel, der ebenfalls sorgfältig zugeschnürt wird. Es kommt darauf an, die in heißem Wasser löslichen Bestandteile der Asche, die eine stark alkalische Lauge ergeben, so auszuschwemmen, dass die Brühe die Waschwäsche durchtränkt. Dazu muss das Aschensäckchen auf die oberste Lage im Fass gelegt und mit dem kochenden Waschwasser aus dem Kessel übergossen werden. Diese Verrichtung, die als Bauchen bezeichnet wird, hatte früher den entscheidenden Anteil am Waschvorgang des ersten Tages. Sie bewirkt, dass sich auch hartnäckige Schmutzstellen wie Schweißränder, Fettflecken oder Verunreinigung durch Ruß auflösen. Die gebauchte Wäsche brauchte hinterher nur noch in klarem Wasser ausgewaschen zu werden. Dies war die Hauptarbeit am zweiten Waschtag. Beim Überbrühen der Buchenasche rinnt die heiße Lauge durch alle Wäscheschichten. Da das Spundloch der Bauchbütte mit einem Zapfen verschlossen ist, steigt sie innen allmählich hoch, bis die Wäsche zuletzt ganz von der Lauge umspült wird.
Alle Frauen, die hier bei der großen Wäsche helfen, kennen das alte Waschverfahren aus eigener Erfahrung. In Neidenbach wurde von einigen Familien noch bis Ende der 20er Jahre auf diese Weise gebaucht. Wenn die Lauge bis zum Fassrand hochgestiegen ist, kann eine Pause eingelegt werden. Die Wäsche muss jetzt bis zum Erkalten etwa eine halbe Stunde lang in der Brühe schwimmen. So, da erzählen ich, weil es ist nicht schlecht. Was zum Tamos? Da hatten die Frau halt auch gebaut. Und nachts hatten sie die Bauchbiet allein gelassen. Da kommen die Jungen und haben der Bauchzapfen rausgezogen, ne? Wolltest du dann immer die Beet dreschen da? Und die Frau hat Jungen alle so verloren. Die Jungen selber die Pastur. Das geht nicht. Man kriegt die Wäsche nicht nur hin. Die Bänge und die Zähne sind immer der Bauchzapfen raus. Hat der Pastur von der Kanzel gesagt. Ja. Ihr bösen Bengels, ihr dürft den Mädchen nicht den Bauchzapfen rausziehen. Die bekommen die Wäsche ja nicht sauber. Dann dürfen wir die Beetwäsche nicht allein lassen, ne? Ja, ich nicht. Sonst kommen drauf und machen 10.000 Zapfen raus. Der Schwank, der die Wartezeit vertreiben half, bezog sich auf eine früher häufige Neckerei, bei der die Burschen den Mädchen bei der großen Wäsche den Zapfen von der Bauchbütte wegnahmen. Wenn du was verstehst, dann bleibst du nicht so. So, aber genug geschwart, gucken wir aus einer Wäsche. Ja, das wird die Jutti mutscht sein. Ja. Das hätten wir noch ein bisschen offen, nicht? Komm, ein paar Gurkelchen. Ja. Zum Ablassen der Waschlauge, die noch gut handwarm ist, kann jetzt der Bauchzapfen herausgezogen werden. Im Unterschied zur Seifenlauge schäumt die bräunliche Holzaschenlösung beim Einschießen in die untergestellte Wanne kaum auf. Für den nächsten Waschvorgang wird die abgezapfte Waschbrühe in den Kessel zurückgeschüttet, damit sie wieder erhitzt werden kann. Nach den Berichten soll die Aschenlauge in ihrer reinigenden Wirkung die Seife übertroffen haben. Das Bauchverfahren wurde bezeichnenderweise erst dann endgültig und überall aufgegeben, als nach 1920 neue chemische Waschmittel allgemein Verbreitung fanden. Die alte Form der Wäschereinigung war so arbeitsaufwendig, dass kaum Zeit für andere häusliche Verrichtungen blieb. In einem früher geläufigen Merkspruch ist diese Erfahrung festgehalten. Er lautet: Wenn die Frauleut waschen und wursten, müssen die Männer hungern und dursten. Wenn der Bauchzapfen eingeschlagen ist, steht das Waschfass mit der großen Wäsche für die erneuten Laugengüsse bereit. Wie beim ersten Mal werden die Eimer über den Aschensack ausgeleert.
Dabei werden weitere Lösungsmittel ausgeschwemmt, sodass sich die Waschkraft der Lauge verstärkt. Der Inhalt des Wasserkessels entspricht dem Fassungsvermögen der Bauchbütte. So wird zum Schluss keine Lauge übrig bleiben. Damit auch die aufschwimmenden oberen Wäscheschichten gründlich durchtränkt werden, stoßen die Frauen sie mit dem Wäschestecken in die Lauge hinein. Nach jedem Überbrühen bleibt Zeit für eine kurze Rast. Und ist schwer? Nein, nein. Das war wirklich noch. Während der Pause kühlt sich der Fassinhalt so weit ab, dass man die Brühe zum erneuten Aufkochen ablaufen lassen kann. Die Buchenholzasche entfaltet ihre volle Waschkraft, wenn sie mehrfach heiß übergossen wird. Bei jedem Waschvorgang wiederholt sich das gleiche Verfahren. Die in der Bauchbütte erkaltete Lauge wird aufgefangen und zum Erhitzen in den Wasserkessel zurückgebracht. Wenn die rechte Temperatur kurz vor dem Sieden erreicht ist, verstopft man das Waschfass. Dann wird die Lauge, die von Mal zu Mal ein kräftigeres Braun zeigt, eimerweise geschöpft und erneut auf die Wäsche gegossen, bis die Bauchbütte randvoll steht, abkühlt und wieder geleert werden kann. Um größte Sauberkeit zu erreichen, wurde dieser gleichförmig ablaufende Waschprozess 6 bis 8 Mal, oft sogar 10 Mal wiederholt. Nicht selten verbrachte man früher die ganze Nacht an der Bauchbütte. So, wir lesen noch gut gestrumpt. Ja, Wo mehrere Frauen im Haus waren, konnte man sich zur halben Zeit ablösen. Der nachfolgende Waschtag, an dem die Wäsche zum Bleichen und Auswaschen an den Brunnen gebracht werden musste, erforderte von den Frauen ähnlich große Anstrengungen. So, geht es noch ein gut gestrumpft und da kann Stör übernascht, was man frei. Am Morgen des zweiten Waschtages hat man vor der Waschküchentür den 4-rädrigen Handwagen für den Transport zum Brunnen bereitgestellt. Innen warten schon die Frauen, bis der letzte Aufguss aus der Bauchbütte abgelassen werden kann. Die Aschenlauge, die nun nicht mehr gebraucht wird, wurde früher gerne an die Obstbäume im Garten geschüttet.
Wenn das Waschfass leer gelaufen ist, werden die Behälter für die frisch gebauchte Wäsche aufgestellt. Zunächst kommt das Aschensäckchen beiseite, das später geleert und in klarem Wasser ausgespült wird. In umgekehrter Reihenfolge, wie die Wäschestücke in die Bauchbütte eingeschichtet wurden, kann man sie nun herausnehmen. Schon ein Blick in die Bauchbütte macht den Erfolg der langwierigen Arbeit sichtbar. Beim wiederholten Durchrinnen der Waschlauge wurden die Verunreinigungen weitgehend abgeschwemmt. Was mit den Laugeresten im Gewebe sitzen blieb, hat sich gelöst und kann verhältnismäßig leicht herausgespült werden. Zur großen Wäsche gehören alle für den Haushalt und für die Unterbekleidung der Familien notwendigen Stücke, die früher meist aus Leinen waren. Auch das Baumwollzeug, das in der Eifel um 1900 aufkam, wurde auf dieselbe Weise in der Bauchbütte gewaschen. Beim Austun wird die Wäsche gleich für die weitere Behandlung sortiert. Die größeren Teile, sowie das grobe und bunte Zeug, kommen in die Wanne. Hast du eine Klappe, Bubs? Mhm. Für die Feinwäsche ist der als Rez bezeichnete Korb zurechtgestellt. So, das Rest. Stellen wir den wieder hoch. Da putzen wir noch. Du weißt nicht. Mhm. Wenn die Waschküche nach den letzten Arbeiten aufgeräumt und gründlich mit Wasser geschrubbt ist, können sich die Frauen mit ihren gefüllten Wäschebehältern auf den Weg machen. Auf dem Handwagen werden sämtliche Utensilien wie Schöpfkelle, Eimer und Schlagholz mitgeführt, die für die anschließende Nachbehandlung der Waschwäsche erforderlich sind. Wenn man es irgend einrichten konnte, legte man das Geschäft mit der großen Wäsche in eine Schönwetterperiode. Sonnenschein und Wärme waren vor allem für den zweiten Waschtag erwünscht, der sich ganz im Freien abspielte. Schauplatz war dann der Dorfanger am Bachlauf mit dem angrenzenden Gemeindebrunnen. Auch als sich die modernen Waschmittel durchgesetzt hatten und als das alte Verfahren mit der Bauchbütte längst abgeschafft war, blieb der Brunnen als Gemeinschaftsanlage in Gebrauch, nicht nur zum Wasserholen.